Heute fangen wir mal mit einem Tutorial an. Das heißt, mein neuer Dämpfer ist angekommen, den möchte ich jetzt einbauen. Ich habe mir einen Fox Float DPX2 geholt in 230er Länge. Ja, und den wollen wir jetzt einbauen. Okay, dazu müssen wir als erstes die Fox-Buchsen einpressen. Ich habe das entsprechende Werkzeug dazu. So. Und so lässt sich das sehr gut einbauen. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir dann auch einigermaßen mittig sitzen. Sehr gut, die erste Buchse passt. Das Ganze machen wir jetzt natürlich auf der unteren Seite auch. Dieses doch recht nützliche Werkzeug lässt sich sehr einfach bei eBay kaufen. So, und das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Ich habe jetzt die Buchsen ein bisschen gefettet, baue jetzt meine Buchsen entsprechende Einbaubreite ein. Ich benutze Messingbuchsen, bin damit auch sehr zufrieden. Lange Lebensdauer, wiegen vielleicht ein paar Gramm mehr, aber funktionieren bis jetzt immer sehr gut. So, somit haben wir den Dämpfer fertig und er ist bereit zum Einbau. Weiter geht's am Rad. Ich lege mir schon mal was unter. Und der Dämpfer kann soweit eingebaut werden. So, von da rein. Erstmal nur leicht anziehen. Okay, als nächstes, das legen wir uns alle schon mal bereit. Das ging schon mal einfach. Entsprechend auch auf der anderen Seite. So.
Sehr schön, der Dämpfer ist eingebaut. Fahrrad kann vom Ständer den Sack einstellen und dann ist das Fahrrad bereit für die nächste Probefahrt. Okay, wir sehen uns dann als nächstes auf dem Trail. Ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht bei dem allerbesten Wetter. Es ist zwar recht windig, aber das soll uns ja nicht stören. Ich werde gleich mal ein bisschen durch die Gegend fahren, den Dämpfer auch mal testen. Das, was so zu Corona-Zeiten möglich ist. Bin jetzt gerade bei der Kirschplantage. Und es sieht einfach nur absolut klasse aus. What a epic day, würde der verrückte Engländer sagen. Herzlichen Glückwunsch, Sam Pilgrim, zu 1 Million Abonnenten. Sau geil, mach weiter so. Wir werfen noch einen Blick auf diese Blütenpracht. Und danach geht's weiter. Da wir ja in der Corona-Zeit immer noch zu Recht mit Einschränkungen leben, das heißt natürlich auch, dass Bikeparks und so geschlossen sind, fahren wir halt in den heimischen Wäldern ein wenig. Nehmen diesmal mehr die Flowtrails oder auch Wanderwege und haben trotzdem unseren Spaß im Wald. Das Ganze macht ja auch so Spaß. In der ganzen Natur alles grünt, die Farben werden immer besser. Das sieht man ja vielleicht sogar hier außen rum. Ich schnapp mir mein Rad und weiter geht's. So, ich bin auf dem Weg zum nächsten Soft Trail oder Flow Trail. Wunderschönes Wetter, allerdings sehr, sehr windig. Aber wir lassen uns ja die Laune nicht von so ein bisschen Wind verderben. Thank you.
Gatter Nummer 1. Und Gatter Nummer 2. Okay, wir sind am Ende von dem Video angekommen. Fazit zum Dämpfer, absolut klasse. Fühlt sich richtig gut an, kann ich nur empfehlen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, denkt an die 4 YouTube-Disziplinen. Anschauen, kommentieren, liken, abonnieren. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.